Damit du einen Überblick bekommst, was für Unternehmen sich überhaupt in Österreich mit künstlicher Intelligenz befassen, haben wir uns heute einige Unternehmen herausgesucht im Gebiet Market and Media Analytics. Ich bin wieder auf nlight.ai gegangen und habe mir dort eine Sparte herausgesucht und wir werden uns wieder die Webseiten dieser Unternehmen anschauen und werden versuchen herauszufinden, inwieweit die mit künstlicher Intelligenz tatsächlich zusammenarbeiten und was tatsächlich die konkreten Anwendungsfälle sind. Los geht's! Diese Unternehmen haben wir uns rausgesucht. Wir fangen an mit Story Clash. Okay, 7 Sekunden Regel, wir schauen auf die Webseite. Story Clash, track Influencer Content on Instagram and TikTok. Okay, es geht offensichtlich, erster Blick, um Influencer. Ja, großer, wichtiger Themenbereich heutzutage im Marketing. Und es geht um die beiden Plattformen Instagram und TikTok. Story Clash is your influencer marketing platform to discover brand fit creators based on their content, not on vanity metrics. Track and analyze their work on any platform including Stories. Also, offensichtlich kannst du mit diesem Tool Influencer tracken und die richtigen Influencer herausfinden für dein Ziel. Ah, hier unten sehen wir, dass Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und TikTok hier angeboten werden. Influencer Reporting, interessant. Benchmarks finden, Content finden. Und jetzt müssen wir noch herausfinden, was sie mit Artificial Intelligence zu tun haben. Aber schon mal ein eigentlich interessanter Anwendungsfall. A few moments later. Hier sehen wir schon, was das mit AI zu tun hat. Text Recognition in Pictures and Videos of Instagram Stories. Das heißt, offensichtlich wird die AI hier eingesetzt, um Stories auf Instagram zu analysieren. Also wir sehen, hier scheint irgendeine Form von künstlicher Intelligenz in die Plattform eingebaut worden zu sein, um hier dieses Produkt anbieten zu können, ist, muss ich sagen, schon ein sehr interessanter Anwendungsfall. Schauen wir weiter. Taylor Post Medium ist das nächste, medium.com/Taylor Post, unabhängig informiert. 7-Sekunden-Test ist einmal gescheitert, ich weiß nicht, was hier passiert, außer transparent, unabhängig, individuell, aber das heißt nichts. Bessere Nachrichten lesen. Also bei Taylor Post werden 19 unterschiedliche Informationsquellen gecrawled, 2500 Artikel pro Tag erfasst, analysiert und zusammengefasst. Interessant. Okay. Und hier wird offensichtlich eben Machine Learning und Natural Language Processing eingesetzt dafür. Diese werden dann geclustert und können dann eben abgerufen werden. Also der Anwendungsfall hier ist offensichtlich, sie wollen Seriosität, ja, Stichwort Fake News. Fake News sollen verhindert werden und seriöse Medien herausgefiltert werden. Wie passiert das? Indem eben 19 Informationsquellen, also österreichische Nachrichtenportale, die sich dem österreichischen Pressekodex verpflichtet haben, die werden gecrawled und eingeordnet mit einem Natural Language Processing System. Auch ein interessanter Anwendungsfall. Ja, in diese Richtung gehen wir offensichtlich immer mehr, dass ja eben der Computer Sprachen analysieren kann und aufgrund dieser Analyse dann in Cluster zum Beispiel einsortieren kann. Ist ein interessanter Anwendungsfall. Ich persönlich frage mich natürlich, warum unbedingt, wie soll ich sagen, Nachrichtenportale, die es dem Pressekodex verschrieben haben, ja, ob die wirklich höhere Qualität aufweisen als andere, ist natürlich, darf man natürlich kritisieren, aber ist, würde ich sagen, ein sehr interessanter Anwendungsfall. Okay, wir haben als nächstes ementalist.ai. Stop following, start leading. Wer will das nicht? Dein Partner für die Realisierung deiner Datenpotenziale. Ja, ich möchte meine Datenpotenziale realisieren. Aber was heißt das? Ganz gleich, welche Art von Quellen dir zur Verfügung stehen, ementalist.ai hilft dir, das Beste aus internen sowie externen Daten zu machen. Also hier ist mir auch wiederum auf den ersten Blick nicht ganz klar. Ja, es geht um Daten, aber was genau? So funktioniert es. Schauen wir mal. Datenmanagement. Die Frage ist, für welche Unternehmen ist das? Aha, offensichtlich für einige große Energie und Versorgung, Industrie, öffentlicher Sektor, Real Estate, Retail, AI-Szenario-Definition. Aha. Verständnis der aktuellen Datenverfügbarkeit, Web-Data-Crawler, erweiterte Textanalyse,
Anomalie- und Kausalitätserkennung, Prognose und Forecasting, Dashboard für visuelle Analysen. Also offensichtlich irgendwie jegliche Art von Daten können hier offensichtlich analysiert werden, können dann eben prozessiert werden und können dann mittels Dashboard angezeigt werden. Ja, ich denke, es ist wichtig, seine Daten zu analysieren. Ich denke, Datenmanagement ist ein wichtiger Unternehmenszweig, insbesondere bei größeren Unternehmen. Mir ist hier nicht ganz klar, inwieweit und welche Artificial Intelligence hier eingesetzt wird. Wird leider auf der Webseite nicht erklärt. Sie sagen nur, dass sie es einsetzen. Wir glauben es ihnen einmal. eMentalist.ai. Okay, Thinkers.ai, 7-Sekunden-Regel. Best in Results, die intelligente Websuchmaschine für datengetriebenes Unternehmensmanagement. Also eine Websuchmaschine. Jetzt frage ich mich als erstes, warum seid ihr besser als Google? Sie haben einige Preise gewonnen, unterstützt von, also Social Proof, okay, das ist die Startseite, Corporate Search, intelligente Websuchmaschine, 90% Zeitersparnis bei der Websuche. Sie nutzen offensichtlich Machine Learning, um eben relevante Informationen aus dem Web herauszufinden. Schauen wir, KI-basierte Methodik, interessant. Einbeziehen von Daten aus verschiedenen Quellen, okay, macht Google auch. Vollautomatisierte Textanalyse, NLP Multilingual. Und die Frage, die ich mir natürlich stelle auf dieser Seite ist, okay, wie kann ich hier, Login, Check-in, Kundennummer, wie werde ich aber Kunde? Auch das wird hier irgendwie nicht erklärt. Offensichtlich muss man hier zuerst Kontakt aufnehmen, um überhaupt diese Suchmaschine nutzen zu können. Hier sind Preise angegeben. Okay, also Suchmaschinen sind natürlich ein großer Anwendungsfall, um hier Artificial Intelligence einzusetzen. Was haben wir hier? MadDiscover. MadDiscover, interessanter Name, MadDiscover.com. Digitized M&A Target Screening, M&A, wahrscheinlich Mergers and Acquisitions. We create actionables. Geht es hier um Mergers and Acquisitions oder worum geht's? A few inches later. 7500 Euro. Also offensichtlich ein Unternehmen, das irgendwie Unternehmensübernahme, also wenn dein Unternehmen ein anderes Unternehmen übernehmen möchte, dann ist natürlich immer die Frage, wie viel ist das wert? Ist das überhaupt ein guter Fit und so weiter? Und offensichtlich analysiert dieses Unternehmen das für dich. Also bei diesen Preisen würde ich mir natürlich hier irgendwie mehr Informationen wünschen, warum ich tatsächlich zu diesem Unternehmen kommen soll. Es ist nur dieser One-Pager und mir ist hier leider auch nicht klar, wie die künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Okay, nicht sehr viele Informationen, die MadDiscover hier aufweist. Schade. Okay, zwei Unternehmen haben wir noch. WebLizard.com, WebLizard Technology, Web Intelligence and Visual Analytics, the leading big data platform for semantic search and data-driven communication. Also hier geht es offensichtlich auch darum, Big Data zu analysieren und durchsuchbar zu machen. Auch einige große Kunden, wie man hier unten sehen kann, sehr kleingedruckte Webseite. Schauen wir mal, was hier Solutions sind ins Product Portfolio und warum sie mit AI hier aufgeführt sind. Semantic Search, Optimize the wording of your press releases, Context Aware Tools for Collaborative Content Production, interessant, okay. Auch in WordPress einsetzbar offensichtlich. Also sie scheinen künstliche Intelligenz einzusetzen, um eben große Datenmenge analysierbar zu machen, visualisierbar zu machen und dann auch zum Beispiel geografisch darstellbar zu machen. Auch ein interessanter Anwendungsfall für künstliche Intelligenz, aber scheint ganz gut zu funktionieren. Interessantes Unternehmen. Okay, das letzte Unternehmen, das wir uns heute anschauen wollen, ist das Unternehmen Yentis. Nein, wir akzeptieren natürlich nicht alles, sondern speichern nur die wichtigsten. Yentis macht Data Tracking,
is fundamentally broken, so we reinvented it. Also Daten nachvollziehen. Interessant, okay. Daten gehen oft verloren, das ist das Problem. Nur Metadaten oder aggregierte Daten werden hier meistens gezeigt. Das sind die Probleme, was ist die Lösung? Gentis. Also die existenten Tools können offensichtlich behalten werden. Hier geht es eben um Datenanalyse. Schauen wir, wie die künstliche Intelligenz hier helfen kann. Also Datenanalyse ist natürlich sehr komplex, ist ein sehr schwieriges Thema. Hier kann natürlich ein AI-System helfen, um Daten zu analysieren. Leider erklärt Gentis auch nicht ganz, wie sie das einsetzen, aber sie scheinen hier auch eine AI implementiert zu haben. Ja, das waren 7 Unternehmen in Österreich, die künstliche Intelligenz auf die eine oder andere Art schon einsetzen im Bereich Marketanalyse, Marktanalyse oder Medienanalyse. Ich hoffe, es war etwas Neues für euch dabei. Wenn dieses Video spannend war für dich, dann teile es doch bitte jetzt mit deinen Freunden. Bis bald.